Da werde ich auch wieder auf dem Server. Oh, mhm. Ja, dann komm mal fix hoch. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir eben kurz warten, ob jetzt wirklich das Vieh auftaucht. Ja, zur Not nehme ich so ein scheiß Auge schnell mit. Dann. Das solltest du ja nicht tun. Oder nicht? Falls das wirklich gleich aufbaut, dann kriegst du 9.999 Schaden und bist tot. Ah, okay, dann lass ich das mal. Weil wenn es jetzt schon getriggert ist, dann ist das nicht gesund. Nee, lass uns einfach warten. Sobald es richtig dunkel wird, dann werden wir es ja merken. Und ich meine, wir können ja jetzt einfach ein bisschen hier stehen bleiben. Und ich meine jetzt ganz ehrlich, wir müssen ja nicht immer jedes Mal so mit diesem Hallo und herzlich willkommen, bla bla bla, scheiß anfangen. Wir können es so. Jetzt auch einfach mal so machen. Wir fangen einfach quasi mit dem Bossfight an. Also so wie du das in der Sie machst. Ja, genau. Ja, bei der Sie geht's ja auch nicht anders, ne? Ja, stimmt. Das wäre überhaupt mal eine Idee von mir. Dass man überhaupt nicht alles aufnimmt, sondern dass man wirklich nur spannendere Teile aufnimmt. Ja, ja, richtig. Das hat halt den Sinn und Zweck dahinter. Mann, jetzt fühle ich mich saulamarschig. Das Problem wird nur, wenn wir hier runterfallen. 40 Schaden. Ja, das ist dann einer oder zwei Punkte halt, ne? Ich meine, mein Gott. Ja. Das wird schon passen. Also, hey, ich denke, das ist geschafft. Der hat mich doch gerade durchgeschleudert, das war. Ah, hi. Du musst einfach nur springen. Okay. Also, hoch und dann springen. Ja. Ach so, man kann den Schwung springen. Mitnehmen. Man kann sogar den Schwung mitnehmen. Ich hab's gemerkt. Da müssen wir rechtzeitig. Also kurz bevor man ankommt. Ja. Krass. Tschu! Das ist witzig. Wobei? Nein, das ist nicht drin. Na, schade, bringt keinen zusätzlichen Schwung. Das ist nur problematisch, wenn das der. Hätte es doch gerade noch da aufgebrollt. Ja, am Stein. Ach, am Stein, ja. Genau, das meinte ich ja vorhin schon. Da müssen wir ein bisschen gucken beim Schießen dann. Ja, ich würde mal sagen 826 Pfeile. Ja, ich habe irgendwie 300. Der genügt. Jetzt haben wir über. Hier dreiste mich, einen Schluck zu trinken. Niemals. Alter, ich habe mich die letzten Tage nur von McDonalds, Tiefkühlpizza, Energy Drinks und Alkohol ernährt. Klingt nach einer ausgewogenen Ernährung. Ferien anfangen und so. Standard. Ah. Lol. Seitlich ist das saugeil. Einfach nur springen, drücken, E und Boomerang. Teilweise sieht das ganz schön gefährlich aus, wenn man dann auf einmal so diese Spinnweben so vor die Nase kriegt. Schau, dass das keinen Schaden macht. Und damit kann man schon gut austeilen. Aber wenn die Dinge einen Schaden machen. Oder wenn sie Rückstoß hätten. Ja, oder das. Das würde ja schon reichen, ja. Genau. Das wäre cool, ja. Was natürlich scheiße wäre, wenn sie Gegner herziehen könnten. Ja, das wäre natürlich übel. Genug der Blödelei. Ich glaube, es scheint doch wirklich irgendwie getriggert zu sein. Holst du? Okay. Wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, 4 Stück oder 5 Stück von den Dingern. Ja, genug auf alle. Wenn jetzt die Drops der Hölle hat, dann besiegen wir das einfach 5-mal und dann sind wir. Also wollen wir jetzt noch kurz eine Art Moderation machen? Ja, so können wir sie dann natürlich auch noch machen. Okay. Jo, dann
fange ich einfach mal an. Achso, ja gut. 32, oder? 33. 33, okay. Zwei Stimmen, 32 war die letzte, genau so war das. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Terraria mit dem Simonator. Shalom. Und natürlich mit mir, Akira. Ja. Ja, wir haben hier ein komisches Konstrukt produziert. Fast eine Fernsehantenne. Ja, habe ich mir auch schon zwischendurch gedacht. Hat einen einfachen Zweck. Wir wollen jetzt das Auge von Cthulhu mal besiegen gehen. Ja. Oder was heißt gehen? Das soll mal kommen. Und eigentlich sollte es auftauchen, aber irgendwie will es nicht. Das dient und jetzt als Arena grundsätzlich, sodass wir hier so. Genau, dass wir uns hier halt ein bisschen bewegen können, dass wir runterfallen können von da ohne Probleme und. Ich würde einfach mal sagen, du hast doch dieses schöne Auge dabei. Ja. Dann walte mal deines Amtes. Ich hab gewaltet. Auge von Cthulhu ist aufgewacht. Na, ich bin dann ja mal gespannt. Das soll, glaube ich, 200 Leben haben. Einige. Immer schön auf die Autsch-Propille zielen, wenn geht. Okay. Am Ringschirm. Ah, man sollte natürlich auch treffen. Ah, hab's grad nicht so ganz mit dem Treffen, hab ich das Gefühl. Der macht, das Ding macht 3 Schaden. Kommst du mal hoch? Kommst du mal hoch? Ja. Ja, das hatte ich ja auch das eine Mal schon gemerkt. Ach, guck mal, Flammpfeile sind doch nett. So, ab Hälfte macht es dann das Maul auf. Die fliegen durch das Ding durch. Aha, ja, trotzdem nicht. Ach nee, stimmt, das war doch das Ding. Die fliegen doch durch die Gegner, genau. Machen doch trotzdem ihren Schaden. Nein, machen sie eben nicht. Echt? Okay. Aber Feuer bringt was. So, Achtung. Jetzt wird er gleich umschalten. Jetzt. Okay. Jetzt macht er Sturmangriff. Ach, nice. Aber ich spiel mal ablenken. Viel mehr Schaden macht er. Autsch, doch, 14 Schaden. Süß. Ja. Existiert halt. Lol. Ah, das ist doch ein Joke, ist das doch, den hätten wir schon lange platt machen können. Achso, ich hab keinen Mann mehr. Stimmt, den hab ich ja auch noch. So. Anders, bleib mal hier. Ja, der ist doch platt. Ja, genau, schnapp dir mal alles, du Sau. Na, was war das schönes Ball? Dämonitenerz könnte der droppen. 62 Dämonitenerz. Wow. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich nochmal ganz schnell holen gehe. Verderbte Saat und unheiliger Pfeil, der aber nur 8 Fernkampfschaden macht. Ja. Also schwach. Ist ja egal. So, ja. Ich habe doch. Hauptsache hab Dämonit. Auch noch irgendwo. Wo ist denn mein Kram? Ich mach wo mal das denn Erz hin? Zu Dämonit-Erz. Ja, ja, genau. Oder so, ich habe jetzt 2 Stück, habe ich hier noch. Du hast ja auch noch ein, oder? Was? Von dem Auge? Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Also ich habe noch 2 Stück jetzt auf Lager. Warte kurz. Hier habe ich keins mehr. Ich glaube ich auch nicht. Hier. Ja, ich habe noch eins. Eins hast du noch. Also können wir es noch 3-mal platt machen. Ja, ja, dann lass uns doch erstmal die kurz platt machen. Ich meine, ja, aber scheiße. Sollte, pass auf, dass nichts im Inventar könnte. Bitte? Ich sag, du solltest aufpassen, dass du nicht 2 im Inventar hast. Geh ich halt drauf. Das wäre auch nicht so schlimm. Ja, aber. So, die ganzen Pfeile erstmal hier einsammeln. So. Autsch. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach nochmal loslegen. Was machst du? Soll ich? Ja. Ich hab keins dabei. Dann geht's los. Jo. Ja, die Füße sind, also die Schuhe sind richtig der Hammer jetzt, ne? Das kommt gar nicht hinterher, das Vieh. Uch, sollte natürlich auch einigermaßen zielen. Ja, dachte ich mir auch gerade, scheiß drauf, Dauerfeuer. Weil eigentlich ist doch. Okay, man sollte natürlich dann echt treffen. Ja, okay, der ist scheiße. Der ist scheiße, ja.
der. Piu, piu, piu. Aua. Schämst du dich denn nicht? Oh, ich hab nur noch normale Pfeile. Ja. Davon aber noch gute 640. Haha. Was? Du hast dich runtergeportet. Scheiße. Ich bin ja nicht gesehen. Ich wirke da mal die Nüsse wieder zu dir hoch. Vor allem mit so vielen Pfeilen. Da kannst du echt einfach Dauerfeuer machen, ne? Drauf geschissen. Ja. Oh, schade. Schade. Ich denke, das hätte echt fast treffen können. Hast du das gesehen? Stimmt, ja. So, jetzt geht's los. Da-da-dan, da-da-da-da-da. Ah. Ah, du blödes Vieh. Boah, du bist so ein... Lacke, Skille, Hexenecker, Sexgott. So, gleich nochmal hier. Ja, wir haben es echt ein bisschen übertrieben. Hä? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Bist du behindert, Junge? Hallo? Muss ich mal runter? Ach, verdammt, das ist Tag. Ah, jetzt hast du ein Auge verschissen. Mann. Ach, halt die Bergen. Was kannst du denn? Das wusste er auch nicht, also. Verdammt ich nochmal. Naja, dann sehen wir zu und guck mal, was du da an Dämonit-Erz da rausbekommst. Ja, nennen wir es Barnd. Bin ich ja mal gespannt. Das dürften ja inzwischen ein paar sein. Wir haben jetzt insgesamt 27. 27, 30 brauchen wir. Und wir haben verderbte Saat, von der ich nicht weiß, was sie bringt. Bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ich glaube, das war für irgendeinen Trank ganz gut. Sicher? War das nicht für den Höhlenforscher? Nein, das war ziemlich sicher eine andere. Das waren ja auch zwei, vergiss das nicht. Bitte? Das waren auch zwei, die du brauchtest. Okay. Das war auf der einen Seite der Mondglanz und dann noch irgendwas anderes. Okay. Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Du hast auf jeden Fall die ganzen Barren dabei jetzt gerade, ne? Genau. Okay, dann drück das ihm mal in die Hand mal einmal, was der kann. Ja, wir könnten uns Waffen bauen, stärkere 20. Nein. Erstmal, wenn überhaupt, dann immer zum Abbauen erstmal. Spitzhacken können wir uns noch. Nee, ich glaube, da braucht man auch noch irgendwas anderes zu, deswegen sollst du ihn das nochmal in die Hand drücken. herstellen. Hier viel Spaß damit. Ja, wie gesagt, die Albtraum-Spitzhacke, da braucht man aber auch die Schattenschuppen dafür. Schattenschuppen waren das. Braucht man eigentlich für alles außer Waffen Schattenschuppen. Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, dann packt man den ganzen Scheiß erstmal in den Dings rein und dann gehen wir mal zur Corruption rüber. Okay. Also siehst du, dass du ein bisschen Platz hast? Ich würde jetzt auch nochmal eben schnell ein bisschen Platz schaffen. Genau, wollen wir dann gleich den anderen Boss klatschen? Genau, da müssen wir nämlich ja auch dafür hin. Ja doch, wo ist jetzt das Ganze? Ich hab's verloren, Spaß. Du musst doch sagen. Nee, wer macht das nicht? Ja, so. Ich. Ja, oh, man kann jetzt Pisten umbenennen, das ist ja interessant. Jo. Könnte man ja mal wirklich... so Waffenkisten und so dann benennen. Na gut, also ich wäre quasi soweit. Quasi. Jo, ich will nur noch einmal hier gucken, ob ich irgendwo irgendwie stafflos werden kann. Ist das gerade alles kaputt gemacht? So cool. Ja, passt schon. Was habe ich gemacht? Nee, ich habe gerade was gemacht. So. Aber gut. Das komische Ding ins Holz, das, was eben dort wächst im wie heißt das? Dunkelholz oder so, ja. Genau, das ist ziemlich stark. Also da kommen ziemlich starke Waffen und. Ja, das ist wohl wahr. Wo bist du? Ach, da. Ich bin hinter dir. Schaust du auf die Uhr? Ich habe auch auf die Uhr geschaut, ja. Hab auch gerade nochmal drauf geschaut und du? Hier oben rum. Mann, halt nicht. Dann halt nicht. Ja. Was denn?
Ach, damit geht, das geht aber auch. Das ist ja interessant. Ja, wer kann? Wer kann? So. Scheiß Vogel. Ja, die sind echt schlimm, was das angeht. Kurz Prozess. Wir können eigentlich ja, so oder so mal das Holz mitnehmen, fällt mir mal ein. Das normale Holz? Ja, ja, klar. So viel haben wir auch nicht mehr. Ich habe noch reichlich. Ja? Was heißt reichlich? 400. Bitte? 400 Holz. Okay, ja gut, dann nehme ich den jetzt noch mit und dann ist gut. Ja. Ich werde dich nicht finden. Ich hole dich eh ein. Ja. Kannst du gar nichts gegen machen. Wo habe ich Spaß? Miau. Wenn ich die Teile auch habe. Dafür kann ich Wände dann runterrutschen. Dann läufst du auch schnell. Ja, das ist richtig. Brauche ich aber auch nicht. So, ja, wir sind jetzt gleich da. Heißt es. Dum-di-dum-di-dum. Oh, da drüben ist es schon, ich sehe es schon. Huch. Nur die Wurzel abgebaut, toll. Ach, Dschungelbäume? Ja, kommst du auch mal? Hab ich. So, dann lass uns mal hier, oder? Mal ganz kurz einen kleinen Safe-Spot bauen. So, okay. Ist ja schon so ein kleiner. Oh, ich habe gar nichts mehr zum Bauen dabei. Hast du noch was? Jo. Super, danke dir. Immer wieder gern. Dann sind wir nämlich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Auf bald. Ciao.